Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Gnome Moria. Natürlich mit Mods, natürlich mit eurem Sunny. So, jetzt muss ich mal gucken. Also das Projekt hier, das lässt sich ja einfach noch ein bisschen Zeit, fürchte ich. Beziehungsweise da machen wir jetzt halt einfach nichts mehr. Wir warten jetzt einfach nur noch auf Regen. Achso, ich... Wir haben einen Mant-Angriff. Okay. Okay. Wo kommst du her? Ein Gnome-Merchant, na klar! Und, ich hatte das... Ja, ich habe das absichtlich ausgeschaltet, weil heute First Fall ist und heute eventuell neue Gnome kommen. Ja, super! könnten mal bitte hier... Ja, ja, da kommen schon die ersten beiden, sehr gut. Haltet mal da ein bisschen auf, haltet mal da ein bisschen auf. Sehr gut. Okay, es klappt, es klappt, es klappt. Alles gut. Die Mans werden eingeprügelt. Sehr schön. Okay. Auf unserer Seite scheinen noch keine Verluste zu sein. Daher alles in Ordnung. Okay, super. Oh, der Beacon ist wirklich krass, ne? Mit der Größe, der hier das beleuchtet, ist voll cool. Das ist wirklich krass. Denn hier brauchen wir hier vorne, den brauchen wir gar nicht mehr. Das ist, also bis hierhin ist es richtig hell. Voll geil. Also, klar, die kosten ein bisschen mit Gemdust und sowas. Aber das ist jetzt auch nicht unmöglich, das zu bezahlen. Das finde ich wirklich cool, ehrlich gesagt. Das ist ziemlich geil. Krass. Vielleicht hier auch noch einen hinsetzen? Oder... Naja, eigentlich wäre es sinnvoller hier irgendwo halt... Aber ich will hier halt keine Stelle in den... Naja, eigentlich haben wir die sowieso ein bisschen nicht so hübsch angeordnet. Eigentlich hätte ich hier so gerne Wege dazwischen gehabt und so. Aber jetzt will ich das halt auch nicht wieder kaputt machen irgendwie. Naja, mal gucken. Vielleicht machen wir da nochmal was. Ein bisschen hübscher oder so. Ein bisschen geplanter. Sunny und geplant, das wird nichts werden. Naja. Aber auf jeden Fall echt gut gemacht hier. Also dieser Beacon ist voll cool. So. Ja, damit hatten wir den Angriff. Ist jetzt auch der... Hat der Merchant das überlebt? Tja, leider sehe ich den halt im Dunkeln nicht. Den hätte ich... Tagsüber würde ich ihn ja sehen. Aber nachts im Dunkeln sehe ich ihn halt nicht. War hier nicht gerade noch ein Merchant? Ich guck mal kurz, ob der hier was... ich glaube, mit denen hatten wir schon das letzte Mal gar nicht. Ne? Denk dran, neue Aufnahmerunde, Sunny ist verwirrt. Ja, okay, nö, das ist alles... Hallo? Ah. Das hat sich soweit alles erledigt. Achso, wir warten jetzt hier. Genau, das auf dem Titanium-Barren. Keine Ahnung, woher wir den kriegen. Ich hoffe mal auf die gleiche Art und Weise wie die anderen Dinger. Und hier... Bronze, Silberbarren. Okay, die sind hier gerade fleißig am Abarbeiten. Wieder Silber. Hat mal ein bisschen was unten in Auftrag gegeben. Außerdem müssten ja jetzt die Mithrilbarren und alles gemacht werden, ne? Genau, die Mithrilbarren. Mal gucken. Wie viel... Wir haben überhaupt kein Mithril-Ohr und so. Ach, da hier, Ohr. Silverohr haben wir einiges und sonst ist schon Malachit, Mithril und sowas alles aus. Mal gucken. Dann müssten wir hier mal ein bisschen was abbauen noch. Urichalkum, Mithril, Tungsten und so. Oh, das lässt sich ja schnell einrichten hier unten. So. So. Zack. Okay. Lass mal weiterlaufen. Mir fällt gerade auf, mir wird die FPS-Zahl gar nicht mehr in Steam angezeigt. Ich habe mir das ja eigentlich so eingestellt, dass mir die ganze Zeit irgendwie die FPS-Zahl eingezeigt wird. Das ist weg. Mal wird wahrscheinlich während irgendeinem Steam-Update überschrieben worden sein, die Einstellung. Muss ich mir nachher machen. Gut. Aber andererseits rede ich vielleicht sonst auch immer zu viel über die FPS-Zahlen, die mir hier angezeigt werden. Weiß ich nicht. Es ist halt
schön, das natürlich zu wissen und so und versuchen daran so ein bisschen rumzubosseln. Aber okay, also ich meine, ich habe letztens versucht mal mich an einem anderen Projekt, ob ich es halt hinkriege, es so daran rumzudrehen, dass ich ganz kurz, ich muss mal ganz kurz, Sekunde, ich bin gleich. So, da bin ich schon wieder, Entschuldigung. Da habe ich ja halt dran rumgebosselt, dass ich das halt aufnahmefähig kriege. Und zwar, ja, ich hab mich mal an Minecraft versucht. Und oh Gott, ist das furchtbar. Also, ich meine, ich habe jetzt eine Menge Projekte gemacht. Also, naja, was heißt hier eine Menge? Doch, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Also dafür, dass ich jetzt so langsam in die Nähe komme, dass ich sagen kann, hey, es ist bald ein Jahr. Zwei oder drei Monate noch? Drei Monate noch. Habe ich schon eigentlich einiges gemacht und habe auch mich ja ein bisschen verändert, was viele Sachen angeht und Einstellungen verbessert und das und jenes. Ein bisschen bereut, dass ich mir keine stärkere Grafikkarte in den Computer gesetzt habe. Wobei das halt auch wirklich nur für... Wobei ich halt wirklich das Problem auch nur sehe, wenn ich aufnehme. Ansonsten ist eine 1060 wirklich für alles Mögliche eigentlich ausreichend, finde ich. Aber ja, wie gesagt, also für Aufnahmen wäre eine höhere Grafikkarte mit Sicherheit nicht schlecht gewesen. Ansonsten bin ich ja mit meinem PC durchaus sehr zufrieden. Na, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Verdammt! Sonny, nicht ablenken lassen. Ach ja, mit Minecraft. Das ist ja wirklich furchtbar, das Ding aufzunehmen. Zum Beispiel, dann so, wenn ich den im Vollbild habe, dann habe ich fast keine Chance mehr, vernünftige Aufnahmen zu machen. Warum auch immer. Ich muss immer ein maximiertes Fenster benutzen, damit ich vernünftige FPS-Zahlen habe und so ein Scherzchen. Ob ich demnächst tatsächlich Minecraft mache, bin ich mir noch gar nicht so sicher. Aber ich finde es halt interessant. Ich bin ehrlich gesagt auch noch ein bisschen an einem Mod-Paket am Suchen. Ich will nicht Standard Vanilla Minecraft spielen, sondern ich würde dann schon gerne ein cooles Mod-Paket mit vielen, vor allem der technischen Mods spielen und mit einem ME-System und sowas halt alles. Falls ihr da Erfahrung habt und mir ein gutes Mod-Paket empfehlen könnt, das auch ein bisschen performant ist, einfach mal rein. Also ich bin im Moment dabei, halt mein eigenes Mod-Paket zusammenzustellen. Nur ich will halt auch ganz ehrlich sagen, habe ja auch die Hoffnung, dass es Leute anklicken und sich mal angucken und vielleicht auch mal ein paar neue Leute. Und da ist es wahrscheinlich günstiger, wenn ich ein halbwegs bekanntes Mod-Paket nehme, sodass halt auch jemand mal nach dem Mod-Paket sucht und nicht nur nach Minecraft gemoddet. Weil sonst muss ich dann halt auch sehr groß und breit erklären, was ist in meinem Mod-Paket drin und so. Weiß ich nicht, ob das so schön ist. Andererseits natürlich ein neues Mod-Paket erstellen wäre natürlich auch nicht uninteressant. Andererseits, wenn ich selber veröffentlichen wollen würde, müsste ich wahrscheinlich wieder die Modder kontaktieren und um Erlaubnis fragen. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass deine Antwort positiv ausfällt und ja, du darfst das fürs Mod-Paket benutzen bei einem 50-Abonnente-Channel, ist wahrscheinlich nicht sehr hoch. Die werden auch sich sagen, nee, ich will, dass mein Mod-Paket bei großen Leuten verwendet wird. Ja, es ist halt so die kleine Problematik, die man wahrscheinlich damit hätte. Sicher bin ich mir da natürlich nicht. Und, hey, wie gesagt, vielleicht hat ja jemand einen Tipp von euch, oder ihr sagt, hey, also das würde mich überhaupt nicht interessieren auf diesem Channel. Wäre für mich ja auch eine interessante Ansage. Ich meine, am Ende mache ich das, was mich interessiert, klar. Aber ich will ja auch wissen, was euch interessiert und so. Und dementsprechend, ja, mal gucken. Wäre dann auch mit Sicherheit ein längeres Projekt. Ich bin auch schon am Experimentieren mit Streaming und so. Bin noch am Überlegen, wo dann zu streamen. Aber das wird wahrscheinlich noch eine Weile nichts werden. Andererseits, ich habe jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen mehr Zeit. Kann sein, dass ich mich da dann genauer mal umgucke. Deswegen, wieso liegen hier noch Steine rum? Wieso werden die nicht weggetragen? Unser Steinvorrat hier oben ist doch garantiert nicht voll. Mal gucken. Da hatten wir letztes Mal schon irgendwie Probleme, ne? Kann das sein? Erinnere ich mich da richtig? Huch.
A Merchant. Klasse. Wo waren das jetzt? Na, auf jeden Fall hier nach oben dann irgendwie. So. Nee, zu weit. Da. Also Platz haben wir genug. Wieso die nicht hochgetragen werden, weiß ich nicht. Und vielleicht gibt es gerade so viele andere Sachen, die erledigt werden müssen. Ja, hier gibt es tatsächlich keine unbeschäftigten Leute im Moment. Daran wird es dann liegen, tatsächlich. Okay. Ja. Wir sind bei 7% Wasser. Ja! 7% Wasser. Okay, also es füllt sich lang. Mega cool. Mega cool. Ja, also immer wenn das hier anscheinend so ein bisschen aufkräuselt, dann haben wir eine gute Chance, dass es fast 1% hochgegangen ist. Das ist dann halt immer, wenn ein Regentropfen reinfällt. Ja, cool. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall den Punkt erreicht, wo es nicht verdampft, sondern sich tatsächlich langsam scheinbar schafft aufzubauen. Sehr cool. Das freut mich unglaublich. Das finde ich richtig toll. Gut. Und dann... Ja, wir graben wahrscheinlich einfach unten noch ein bisschen mehr. Ach, hier die vier Türen, falls doch irgendwie mal was entkommt. Ja, wollen wir, ich werde jetzt, ehrlich gesagt, ich will keine weiteren Automatons machen. Das lohnt sich meiner Meinung nach einfach nicht. Denn, seien wir ehrlich, das würde uns im Moment nur die FPS runterziehen. Ich würde dann lieber noch ein paar richtige Gnome haben, die wären ganz cool. Ich finde die Idee mit den Automatons mega geil. Ich finde die super cool. Aber ich finde es sehr problematisch, da das einfach nicht performant genug geregelt ist. Also irgendwie die Wegfindung der Gnome und Automatons scheint sehr anspruchsvoll zu sein. Oder sagen wir mal so, kann die Kapazitäten der PCs nicht richtig nutzen. Ne? Das ist halt auch, das wird halt nur einen Kern benutzen. Das wird halt, dementsprechend wird die CPU nie über 25% bei mir gehen, bei Gnomoria wahrscheinlich. Der nutzt dann halt nur die Berechnung von einem Teilkern, also immer nur von einem der vier Hauptkerne. Und das wird halt, ja klar, dann wird das nie über 25% gehen. Na gut, und jetzt habe ich natürlich OBS mitlaufen. Ich hoffe, ich habe OBS mitlaufen. Ja, habe ich. Das wär's. Ist mir zum Glück bisher fast nie passiert, irgendwie mal OBS nicht angeklickt zu haben oder so, die Aufnahme oder so. Das ist mir zum Glück noch nie passiert. Toi, toi, toi. Wenn ich immer mitbekomme, wie da andere YouTuber doch durchaus Schwierigkeiten haben. Und dann so, oh mein Gott, ich habe vergessen, Folge aufzunehmen oder das oder, ne? Ich meine, irgendwann wird es passieren. Ja, ich werde mal ein bisschen übermüdet sein oder so, es nicht anklicken. Letztens habe ich es fertig gebracht. Ich nehme ja immer mit dem Heretic zusammen ja mein Empyrean auf. Sollte morgen wahrscheinlich wieder eine Folge für euch kommen. Ja, jetzt ist irgendwie eine Woche lang ausgefallen, aber Schnitt und alles ist fertig für die neuen Folgen. Rendering braucht noch ein bisschen, das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Morgen sollte neue Folgen kommen. Schlicht, schon wieder zurück weggerutscht. Da habe ich es dann fertig gebracht, aus Versehen die Aufnahme wirklich zu beenden. Normalerweise nehmen wir am Stück auf, das macht ja für mich den Schnitt leichter, weil ich nur einmal die zeitliche Synchronisation machen muss. Aber ja, da habe ich Mist gebaut und habe dann einfach mal den Schnitt das abgebrochen und neu starten müssen. Ja, ärgerlich war das. Passt auf, ich mache das wieder auf und wir bauen mal oben noch ein bisschen um. Dazu nehme ich hier die Tür raus. Ich mache trotzdem unten den Lever auf, ja, weil ich mir einfach sage, ich habe keinen Bock, dass irgendein verquerer Gnom dann außen lang rennt. Und dann können wir hier noch ein paar Platten auslegen. Replace Floor, Block Floor. Wir haben da Granit mit Sicherheit benutzt. Ach, wir haben gar nicht mehr so viel Granit, ne? Das war das Problem. Wir haben gar nicht mehr so viel Granit. Ich schalte das wieder zurück. Sekunde. Pull Lever. Und das da wird abgebrochen. Wir haben gar nicht...
Wir haben gar nicht genug Granit wahrscheinlich. Wir haben wahrscheinlich gar nicht... Genau. Wir könnten natürlich beim Stonecarver jetzt zum Beispiel statt Granitstatuetten einfach eine andere Art von Stein nehmen. Mal gucken, welchen Stein haben wir denn noch? Sehr viel. Doch, Granit haben wir auch 3000. So, eigentlich, zumindest für das Projekt oben, hätten wir genug. Basalt werde ich nicht verbauen, das ist mir zu dunkel. Passt auf, wir werden mal ein paar Basaltstatuetten in Auftrag geben. Gibt es noch nicht? Okay. Dann gebe ich mal hier einen Basaltblock in Auftrag. Wo haben wir es? Block. Basalt. Will ich dann vielleicht jetzt doch... Na, nee, dann gucke ich jetzt mal nach anderen Projekten. Wir werden erstmal weiter fleißig hier einschmelzen. Elektrumbarren, okay. Eine ganze Menge Elektrumbarren. Tungsten, Mithril, okay. Was ist das hier? Iron und Steel, sehr schön. Die sind fleißig dabei. Die sind wirklich fleißig dabei. Okay, cool. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, dann haben wir hier... Ja, wollen wir jetzt neue Waffen herstellen? Das wäre vielleicht auch mal was, ne? Also wir könnten Mithril, Tungsten und Urchalkum. Ich wette, die werden wieder spezielle Eigenschaften für spezielle Sachen haben. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht welche. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht welche. Mal gucken, welche... Was haben wir denn eigentlich jetzt mengenmäßig? Wir haben 24 Urchalkum. 7 Mithril, das ist nicht so viel. Und Tungsten haben wir 16. Okay, Tungsten ist ein besonders hitzeresistentes Material ja eigentlich. Ja, Wolfram im Endeffekt. Das finde ich auch halt lustig, dass das Wolfram hier zu diesen mystischen zu den mystischen sag schon Erzen gehört, obwohl es halt echt ein real existierendes Erz ist, ne? Also nicht nur Erz, sondern Metall ist. Und das finde ich wieder sehr unterhaltsam, muss ich zugeben. Das ist eine sehr merkwürdige Sache. Also finde ich faszinierend. So, ich frage mich, ob das dann derjenige tatsächlich wusste. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Leute, die hier die Mods machen, die sind echt fähig. Die sind echt krass. Das finde ich. Also. Diese Mods sind beeindruckend. Und machen eine Unmenge an Spaß. Also, wie viele Stunden wir jetzt nochmal in Gnomoria reingesetzt haben, alleine nur mit den Mods, das ist schön. Wirklich schön. Wollen wir uns mal ein bisschen weiter nach unten bohren? Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, das könnten wir mal langsam machen. So, hier hatte ich jetzt die. Dann müsste ich ja eigentlich hier jetzt die nächste machen. Klappt das? Ja, das klappt bis hier hinten durch. Okay, dann machen wir das so. Dann kommt hier einer hin. Da einer. Da. 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 Und da. Okay, bis dahin werden wir das mal machen. Und dann ist das Stairs up. Nee. Dig down. Stairs down. So. 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 Hier geht nicht. Ist vielleicht Erz drin. Müssen wir mal gleich gucken. Müssen wir mal gleich ganz entspannt gucken. Juti. Aber jetzt sind erstmal unsere Gnomen auch wieder versorgt. So, mal ein bisschen schneller laufen lassen, ehrlich gesagt. Man merkt, dass ich eine Weile... Ich wollte eben gerade die 3 drücken, um es schneller zu machen. Wieder mal ein RimWorld-Tastengriff. Also ich merke das auch vor allem, wenn ich jetzt... ich habe mir endlich mal StarCraft geholt, ja. Also nachdem ich Ewigkeiten vor allem schon den kostenlosen Koop und Multiplayer genutzt habe, muss ich zugeben, habe ich mich dann endlich mal dazu durchgerungen. Da war bei Blizzard halt ein kleines Angebot, habe ich es mir endlich mal geholt.
War jetzt kein Mega-Angebot, aber hey, ne? Was Blizzard macht für die Dinger ja normalerweise gar keine Angebote, also dachte ich mir, ach, langst du mal zu, was soll's. Und war natürlich toll, war natürlich gleich passend zum Steam Summer Sale. Das heißt, hat so richtig ins Kontor geschlagen. Na jedenfalls habe ich das dann letztes gespielt. Oh Gott, ich will dauernd über WASD halt mich auf der Karte bewegen. Na, und das geht halt gar nicht in diesen Spielen. Vor allem, dann hast du teilweise ja Sonderbefehle. Ah, ist ja dieser Angriff, dieser unbedingte Angriff und sowas. Und dann löse ich immer völlig falsche Tasten aus. Das ist furchtbar. Aber auch ein sehr, sehr schönes Spiel, muss ich zugeben. Gut. Dann wollen wir mal gucken, was können wir jetzt hier draus machen. Also, der Pool, da müssen wir jetzt einfach warten. Das Projekt hier draußen habe ich jetzt erstmal abgebrochen wieder. Ich müsste eigentlich wahrscheinlich sogar einfach mehr Blocks produzieren. Das wäre eigentlich das Sinnvollste. Damit ich nicht halt irgendwie bei einer Handvoll Blocks dann wieder aufhören muss. Aber die Blockdinger sind hier auch überhaupt nicht voll. Ach, das liegt daran, dass wir noch die ganzen Statuetten herstellen. Wir haben so viele Statuetten verkauft, weil wir Geld brauchten, dass das deswegen nicht klappt. Das ist logisch. Das ist tatsächlich leider logisch. Na, dann müssen wir uns mal was einfallen lassen. Das machen wir aber während der nächsten Folge. Denn jetzt heißt es wieder eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und jo. Ciao.